Hast du ein richtig schlimmes Geheimnis? Bestimmt. Ich auch. Werden wir das erzählen? Ihr schon! Hi, ich bin Laura. Ich bin Ellie und herzlich willkommen bei Unlikely! Ellie hat etwas auf Instagram geteilt und zwar solltet ihr uns eure schlimmsten, krassesten Geheimnisse erzählen. Und Leute, wow, ihr seid ja wild. Also manche Sachen können wir hier nicht mal reinschneiden, weil die so krass sind. Aber wir haben so ein Video schon mal gemacht, ich glaube ganz zu Beginn von Corona, als wir noch Sicherheitsabstand gemacht haben, oder? Jetzt nicht mehr. Ich würde sagen, wir lassen auch gar keine Zeit verstreichen sonst, sondern legen direkt los, denn ich habe hier einiges. Laura hat es noch nicht gehört. Oh Gott, ich bin so gespannt. Wenn ihr sowas nicht verpassen wollt, dann müsst ihr uns unbedingt bei Instagram folgen. Nicht nur uns beiden, sondern auch dem UnlikelyXO-Account. Mhm. Mhm. Okay, wir fangen mit etwas an, was jetzt noch nicht ganz so schlimm ist, okay? Bin okay. Bereit. Und zwar habe ich hier eine Person, die geschrieben hat, ich habe früher Klausurlösungen geklaut und verkauft und für Geld Unterschriften gefälscht. Schlau. Business Lady. Also, ich kann eins sagen, ich hätte es gekauft. Wirklich. Ich hätte es wahrscheinlich verkauft. Ja. Ich hätte es wahrscheinlich kostenlos weitergegeben. Ja, also du hast auf jeden Fall schon einen guten Business-Drang gehabt in der Schulzeit. Finde ich super. Wie viel hast du damit so verdient? Würde mich interessieren. Ja, schreib es in die Kommentare bitte. Kannst du mir auch privat schreiben. Das interessiert mich sehr, wie viel Geld du damit verdient hast. Vor allen Dingen, wie klaut man die denn? Bricht man dann ins Lehrerzimmer ein? Oder vielleicht ist man so mit den Lehrern, aber ins Lehrerzimmer ist man eigentlich nie gekommen. Mich würden die Hintergründe wirklich interessieren, ehrlich gesagt. Ich hatte ein paar sehr interessante Sachen zur Schule. Und zwar zum Beispiel auch hier, ich habe meinem Lehrer vorgespielt, in ihn verliebt zu sein für bessere Noten. Hä? Hat das funktioniert? Wirklich? Das hätte ich auch gebraucht. Also, wow, wenn das wirklich funktioniert hat, dann sollte dieser Lehrer auf jeden Fall rausgeschmissen werden. Der sollte sich schämen. Ich weiß es nicht, wie alt du da warst, aber das geht prinzipiell nicht, das dürfen Lehrer nicht. Also, wow. Wow. Was ich aber tatsächlich ganz sympathisch fand, auch zum Thema Schule, dann machen wir gleich weiter, ist zum Beispiel hier jemand, der geschrieben hat, ich war so schlecht in der höheren Schule, dass mir der Lehrer genau gesagt hat, welche Themen ich bekomme, damit ich besser lernen kann und bestehe. Oh, Ehrenlehrer. It's me. Das ist ein Ehrenlehrer. Der hat einfach wirklich gedacht, ich helfe dieser armen Maus. Dieser armen Maus. Du hast ja trotzdem selber gelernt. Du musst trotzdem die Aufgaben selber lösen. Ja. Du hast halt nur so einen kleinen Bonus gehabt. Im Sinne von, schon, hey. Schon auch ein bisschen unfair, aber darüber reden wir nicht. Aber liest dir vielleicht das eine Buch nochmal durch? Hm. Welchen Lippenstift trägst du? Den da. Geil. Ich will den auch. Charm erzählen. Von Kylie. Ah, nee, den Lipgloss will den ich. Den hier. Mm. Madison Beer und Morphe. Mm, geil. Okay, ich habe jetzt was richtig Witziges. Und zwar, ich musste so lachen, okay? Krass nicht, aber ich schummle meinem Mann regelmäßig Gemüse ins Essen, ohne dass er es merkt. So püriert oder so. Wie merkt er das denn nicht? Wie Kinder, die merken das auch nicht. Aber wie kannst du das denn reinschummeln? Ja, zum Beispiel, meine Mutter hat immer schon in Bolognese-Soße noch kleine Karotten geschnitten. Schlau, aber wie alt ist dein Mann, dass du ihm ernsthaft Gemüse rein sneaken muss, ohne dass er es weiß. Okay, Laura, ich glaube, das hier wird einer deiner schlimmsten Albträume. Es tut mir leid, es rutscht die ganze Zeit. Also, einer deiner schlimmsten Albträume bestimmt. Und zwar... Geht's um Bananen? Nein. Füße. Ich habe eine Zahnbürste für Gäste. Nur denkt jeder Gast, dass sie neu ist. No way. Was? Also, es tut mir leid, ich will nicht judgen, aber du solltest dich richtig schlecht fühlen. Geht absolut gar nicht. Ich habe locker 10 Minuten gelacht, als ich es gelesen habe. Ich fand das so witzig. Also, magst du deine Gäste, ist meine Frage. Ich habe gerade Gänsehaut. Ich kann es euch ganz genau beschreiben. Es fängt hier oben an und dann geht es hier runter in den Nacken. Ich wusste, dass es dir gefallen würde. Über meine Arme bis hin zu meinen Schenkeln runter an die Füße. Ekelhaft. Sogar Nibbel. Bah! Bah! Ekelhaft. Spicy. Ich schreibe mit meinem Fake-Account mit meinem Ex und jetzt will er sich mit mir treffen. Lieben wir. Wie hast du dir das vorgestellt? Also so ein bisschen Catfish-mäßig. Was hat dein Ex irgendwas gemacht? Willst du dich an ihm rechnen und ihn irgendwie dann einfach auflaufen lassen? Dann kommt er irgendwo zu einem Date, super aufgebrezelt und dann kommt niemand? Oder hast du dir darüber keine Gedanken gemacht und bist jetzt ein bisschen im Zwiespalt, was du machen sollst? Gute Frage. Bitte schreib's uns. Es würde mich auch sehr interessieren. Also ich habe meinen Fair Share of Fake-Accounts mittlerweile mitbekommen. Mhm. Es ist nicht cool. Mm-mm, aber... Aber in dem Fall finde ich es trotzdem irgendwie witzig. Ja. Ich weiß ja nicht, was die Story dahinter ist. So, nee. Aber
Interessant. Sollte man nicht machen, gell, Leute, gell? Man sollte eigentlich nichts von dem machen, was hier gesagt wird. Ja, so. Und die ganz schlimmen Sachen mussten wir sogar zensieren. Also rausnehmen, komplett aus unserem Gedächtnis löschen. Aus unserem Gedächtnis sogar, ja. Mhm. Okay, Laura, ich bin gespannt, was du dazu sagst jetzt. Ich habe so ein schlechtes Verhältnis zu meinen Eltern, dass ich mit 16 ausgezogen bin und bei Kontaktabbruch mit meinen Eltern nicht traurig wäre. Man könnte sagen, ich mag meine Eltern überhaupt nicht. Kann ich verstehen. Nee, ich mag meine Eltern, aber kann's verstehen, dann zieh aus, dann melde dich beim Jugendamt, die helfen dir, eine Wohnung zu finden. So wie es verstanden ist sie ja schon ausgezogen. Ah. Allgemein geht ja immer dieser Satz rum von wegen, ja, es sind aber immer noch deine Eltern, du musst deine Eltern lieben, egal was sie machen. Es gibt so viele abusive Eltern, die wirklich schrecklich sind zu ihren Kindern. Du musst deine Eltern nicht lieben. Ihr seid denen nichts schuldig, wenn sie euch auch kein fröhliches, gutes Leben geben, sag ich mal. Das ist so das Mindeste, ja, was die Eltern geben sollen. Genau, wenn sie nicht the bare minimum gegeben haben und euch Liebe und Zuneigung geschenkt haben und ihr euch bei ihnen aufgehoben fühlen könnt, dann seid ihr denen auch nichts schuldig, meiner Meinung nach. Ist vielleicht auch ein bisschen eine unpopular opinion, aber... Also ich bin immer so dafür, eine Lösung zu finden. Aber wenn es wirklich gar nicht funktioniert und ganz schlimm ist und vielleicht noch irgendwelche schlimmeren Sachen zu Hause passieren, dann geht. Das ist besser für euch. Ja, und ihr braucht nicht zwangsläufig eure Familie so, wie ihr sie bekommen habt, in eurem Leben, um glücklich zu sein. Mhm. Ihr könnt euch auch eine eigene Familie gründen, finden mit Freunden und so weiter und so fort. Das ist ja das Schöne an Freunden auch, dass man sich die Familie selber aussuchen kann. Selbst auch meine Familie geworden. Dass wenn es nicht mit der richtigen Familie klappt, heißt es nicht, dass ihr jetzt für immer und ewig irgendwie einsam sein müsst und traurig sein müsst. Es gibt ganz, ganz viele draußen noch für euch. Ja. Kleine süße Nachricht am Rande. Okay. Vor ihrer Beziehung hatte ich was mit dem Mann meiner besten Freundin. Sie weiß es bis heute nicht. Würdest du ihr das sagen in diesem Fall? Also mir jetzt in dem Fall. Wenn okay, du warst dann mit... Ah ja, stimmt. Ja, ich hab's dir ja gesagt. Ja. Aber wenn du jetzt mit meinem Freund was gehabt hättest und hättest dich vielleicht am Anfang nicht getraut, es zu sagen oder so. Was machst du dann? Irgendwann ist der Zug halt abgefahren, ne? Selbst nach einer Woche oder so ist es schon ein bisschen awkward, wenn man dann sagt, ja, übrigens. Ich weiß nicht. Ich meine, wie kommt man aus der Sache wieder raus? Gar nicht mehr. Ich glaube wirklich, wenn du schon so tief drin steckst, dann musst du halt deine Fresse halten. Das geht nicht anders. Es ist halt immer so eine Sache, okay, wird er es ihr irgendwann sagen? Die Frage ist, wie ernst war das? Guck mal, manche Leute können das schon sehr gut trennen und wenn das wirklich mal so mal, keine Ahnung. Ich glaube, dann wird es mehr zerstören, als dass es wichtig ist. Ja, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich würde es schon wissen, weil das Ding ist, wenn es halt dann irgendwann anderweitig rauskommt, dann wirkt es nämlich schlimmer. Weißt du, was ich meine? Also dann wirkt es eher so, als hätte man es verheimlichen müssen, weil die Ausgangssituation ist jetzt schon insgesamt sehr dumm. Ja, kann man so sagen. Weil egal in welche Richtung wir jetzt uns bewegen, sagen wir es nicht, es kommt irgendwann raus, ist es brutal scheiße. Sagen wir es, ist es auch brutal scheiße, weil wahrscheinlich verlierst du deine Freundin und er seine Freundin, seine Frau. Ja, also ich glaube nicht, dass sie sich trennen würden deswegen, aber... Na, maybe. Ja, man weiß ja nicht genau, was die Hintergrundgeschichte ist. Aber es kann schon sehr gut sein. Also ich glaube, ich wäre auf meinen Partner sehr sauer, dass er mir das nicht gesagt das hat. Und auch auf meine Freundin, ehrlich gesagt. Wir hatten letztes Mal schon ein paar Tiermörder unter euch. Ich habe hier noch einen. Und zwar, ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber das steht hier. Ich habe unseren Hasen so lange gestresst, bis er vor Erschöpfung tot umgefallen ist. Wie hast du ihn gestresst? Nein, stopp. Ich will es gar nicht wissen. Wahrscheinlich durch die Gegend gescheucht oder so. Mund der Arme. Und Hasen sind wirklich empfindlich, deswegen sind Hasen eigentlich auch nicht so... Du sitzen und essen, so wie Hasen. Hasen sind wirklich auch nicht die besten Haustiere für Kinder. Zum Beispiel. Weil die sind eigentlich sehr scheue Tiere. So, die haben einen großen Fluchtreflex. Und die sind sehr schnell gestresst. Es tut mir sehr leid für dich an dieser Stelle und auch für den Hasen. Es war sicherlich ein traumatisierendes Erlebnis. Für beide. Ich hätte wahrscheinlich 3 Jahre lang geweint. Also, denk mal, dass es böswillig war. Die hat wahrscheinlich einfach den Hasen rumgescheuchtet oder so. Zum Spielen halt. Und dann... Blub. Ups. Ist er hops gegangen. Hoppla. Mit circa 6 habe ich ins Treppenhaus von einem Sportverein gepinkelt, weil ich es nicht mehr zur Toilette geschafft habe. Oh no, das tut mir jetzt aber echt arg leid. Das finde ich irgendwie süß. Also, war jemand dabei? Warum warst du mit 6 da unterwegs? Stimmt, im Verein irgendwie. Und einfach ins Treppenhaus gesetzt? Hast du dich hingesetzt wenigstens? Oder hast du einfach, ist es einfach plötzlich passiert? Hast du bewusst aktiv hingesetzt? Ja, genau. Oder ist es einfach passiert? Weil mit 6 Jahren passiert es vielleicht auch manchmal einfach noch. Ja, vielleicht so in die Hose aus Versehen gepinkelt. Ganz ehrlich, heutzutage. Klingt so, als hätte sie wirklich bewusst die Entscheidung getroffen, sich da hinzusetzen und hinzupinkeln. Sie so, okay, ich finde keine Toilette. Ich gehe jetzt da in die Ecke. Guck mal, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir mehr öffentliche Toiletten zugänglich brauchen in Deutschland. Es gibt nämlich echt nicht so gute Anbindungen. Nee, vor allem sind die alle eklig. Ja, und nicht teuer. Ich würde tatsächlich lieber in die Ecke pinkeln dann. Ins Treppenhaus.
Ich bin bei dir. Boah, manche Toiletten sind so eklig, dass ich da wieder rückwärts rauslaufe. Nee, wenn ich pinkeln muss, muss ich pinkeln. Da geht kein Weg dran vorbei. Okay, weiter geht's. Ich arbeite im Krankenhaus und klaue mir da immer Sachen für den Eigengebrauch, also Verbände und so weiter. Ja, soll man nicht machen, aber kann ich verstehen. Denke ich mir so, wenn du in der Situation bist, wo du im Krankenhaus arbeitest und trotzdem das Gefühl hast, du musst Sachen klauen, um über die Runden zu kommen und um dein Leben halbwegs gut zu leben. Ich glaube, manchmal klaut man nur einfach so, weil man hat die Möglichkeit. Ja, aber ich glaube auch viele Leute nicht. In dem Fall vor allen Dingen würde ich sagen, dann sollte man mehr Geld bezahlen. I didn't see anything, I didn't hear anything. Ja. Aber das ist ein grundlegendes Problem. Also bei mir im Geschäft damals, als ich noch im Dings gearbeitet habe, in der Firma war, da haben die auch Toilettenpapier geklaut, obwohl das wirklich das billig, wir hatten Schmirgelpapier. Das war kein Toilettenpapier. Das war das billigste Billo-Papier. Aber überleg mal, in welcher Situation du sein musst, dass du billiges, schreckliches Klopapier klauen musst. So einlagig. Weißt du, was ich meine? Das tut mir dann eher leid für die Leute, die das machen müssen. Mhm. Also klar, es gibt auch immer noch Einzelne, die einfach aus Spaß klauen. Ja, aber das ist ja nicht die Norm. Das ist nicht die Norm. Also normalerweise klauen Leute, weil sie halt irgendwie verzweifelt sind aus irgendeinem Grund. Notsituationen. Und da denke ich mir halt so, also wenn das in dem Fall zum Beispiel so ist, wenn du im Krankenhaus arbeitest, solltest du wenigstens so viel Geld verdienen, dass du dein Leben gut meistern kannst. Das ist ein sehr, sehr schwieriger Job. Das ist ein grundlegendes Problem. So, das ja, Gesundheitswesen allgemein. Ein Brief an die deutsche Regierung ist raus, würde ich sagen, ja, an dieser Stelle. Voll schlimm. Ja. Okay, ich sag so, ja, voll schlimm, als würde ich gleich einschlafen. Nein. Können wir es bitte rausschneiden? Ja, das ist total schlimm. Lass es bleiben. Okay, heftig. Ich wollte mein erstes Kind zur Adoption freigeben. Kann ich auch verstehen. Wir wissen natürlich wieder die Umstände nicht. Es gibt sehr viele Umstände, in denen man vielleicht das Gefühl hat, man kommt mit dem Kind, also es wird nicht funktionieren. Ganz ehrlich, boah, wenn man wirklich gar nicht klarkommt, dann lieber so, oder? Also man muss ja schon in einer krassen Situation sein, dass man das in Erwägung ziehen muss. Und guck mal, vielleicht finanzielle Lage oder also irgendwas. So wie sie es geschrieben hat, hat sie es ja auch nicht gemacht letztendlich. Mhm. Ich hoffe, dein Kind erfährt es nie, weil dann wird es, glaube ich, ein bisschen einen Knacks bekommen. Vielleicht war sie auch einfach total überfordert und mental und alles. Ja. Es gibt ja auch die ganzen Wochenbettdepressionen und so weiter und so fort. Das ist ja nicht zu unterschätzen. Und wenn man dann vielleicht noch alleine ist, wer weiß. Ja. Hey Laura, kennst du Klaus? Ich kenne Klaus auch nicht, aber hier hat jemand geschrieben. Ich hatte zweimal was mit Klaus, also bei ihm zu Hause, nicht als Film. War nett. Anscheinend ist es ein Darsteller. Moment. Laura muss googeln. Ich fand das interessant, weil ich kenne Klaus leider nicht. Ich habe ein bisschen Angst. Reality-TV-Star. Mhm. Mit irgendeinem Z-Promi von Reality-TV. Vielleicht Darsteller mit einem Lautnamen. Ich bin mir nicht sicher. Anscheinend war es wenigstens gut. Ach, dann hat es sich ja gelohnt. Da hat der Pocke aus seinem Namen alle Ehre gemacht, wenn du zufrieden warst und sogar zweimal hingegangen bist. So schlecht kann es ja nicht gewesen sein. Ja. Warum kein drittes Mal? Das interessiert mich. I mean, spill the tea, I wonder. Kennst du Pocke aus? Ja, ich habe vorhin gegoogelt. Was ist das? Ich habe 3-4 Bilder von ihm gesehen beim DSDS und dann war seine Hand bis zum Ellbogen in einer Frau drin. Nein. Das sind die einzigen 3 Bilder, die ich gesehen habe. Das geht gar nicht. Hat er das bei dir auch gemacht? Ja, aber das geht doch anatomisch gar nicht. Also, Klaus kann das. Also, ich weiß nicht, wie sehr du dich im Internet auskennst, aber es geht schon. Geht alles, wenn du willst. Aber da passt ein ganzes Kind da rein. Das passt ja, aber rein. Das ist eine ganz andere Abteilung. Wir googeln das nicht. Wir googeln das nicht. Ist egal. Wenn wir schon beim Thema Pornos sind. Ah ja. Ich bin Pornodarstellerin und habe das erste. Können wir das immer piepsen, bitte? Ja. Nur weil. Forno? Ich persönlich. Forno. Forno. Alforno! Alforno. Wir sagen Alforno. Ich habe kein Problem, das zu sagen, aber YouTube hat ein bisschen Probleme damit. Also, ich bin Alforno-Darstellerin. Entschuldigung. Eine überbackene Darstellerin. Ja, okay, sorry. Ich bin Alforno-Darstellerin und habe das erste Jahr in dem Job ohne Verhütung gearbeitet. Rausziehen und Make-up-Splash. Make-up-Splash war die Devise. Zum Glück ist nichts passiert. Ich bin jetzt 4 Jahre in dem Job und froh, keine Kinder zu haben. Ab jetzt auch mit Spirale. Mutig. Sie hat nicht mal die Pille genommen? Nein. Kein Stäbchen, kein Ring, kein nichts? Sie hat durchgezogen. Jesus, kein Pflaster? Sie hat einfach durchgezogen. Also safety first ist dein Körper. Ja, also eine Schwangerschaft ist ja noch nicht gerade sowas, was man so nebenbei mal... Ja, und dann... Dein Arbeitskollege. Vom Arbeitskollegen hast du dann ein Kind. Das ist nicht gut. Aber sie hat ja jetzt sorgt sie vor. Aber es gibt auch noch Geschlechtskrankheiten. Also. Ja, aber die werden ja meistens... Also an guten Sets werden die ja alle getestet vorher. Gute Alforno-Sets. An guten Alforno-Sets werden die ja alle getestet, jedes Mal vorm Dreh. Deswegen siehst du sehr selten Verhütungsmittel in Alfornos. Ich muss mir richtig Gedanken machen, wie ich das jetzt sage. Alpornografie ist das dann. Ja. Oh, das finde ich ja süß. Ich nach Alforno kommt was Süßes zu sein. Das ist ja klar. Ist auch irgendwie thematisch trotzdem noch ganz nah dran. Ich habe immer gedacht, dass alle Menschen eine Vagina haben. Als Kind? Ja, Vaginas sind ja auch geil. Oh, also süß. Besser als alles andere. Das ist ja voll süß.
dann plötzlich siehst du mal irgendwas so rumbaumen und du so, Jesus Gott im Himmel. Da ist was, da stimmt was nicht, Mutter. Was ist denn da? Was ist denn? Ruf den Krankenwagen. Das fand ich irgendwie sehr, sehr innocent und süß. Ich wollte das noch mit rein. Da hängt Apps. Folgende Sache würde mich auch sehr interessieren, wie das zustande gekommen ist. Ich bin mit meinem Freund nur zusammen, weil ich bei unserem ersten Treffen keine Ausrede mehr hatte. Was? Wie? Und dann die nächsten 38.000 Treffen? Wie? Das musst du uns erklären. Ich kann mir es nicht erklären gerade, aber ich möchte die Erklärung bitte haben. Und okay, Moment, wie lange sind die zusammen? Vielleicht sind sie erst so 3 Wochen zusammen oder das so. Das hat sie nicht geschrieben. Okay, Leute, das hier war eins meiner Lieblinge persönlich, okay? Ich finde es richtig witzig. Ich bin immer noch bei... Das ist jetzt salty level ich. Das finde ich wirklich super. Und zwar, immer wenn ich bei meinem Vater bin, verstecke ich den Rasierer seiner Freundin, weil sie damals in meiner Jugend mir regelmäßig unterstellt hat, ich hätte ihren Rasierer geklaut. Ich habe immer sehr Ärger bekommen und teilweise auch Hausarrest, obwohl ich es nicht war. Also lieben wir. Nee, finde ich richtig gut. Eine Sekunde. Das ist das Einzige, was ich bisher sage, wo ich sage, das hast du super gemacht. Ja. Ich bin voll bei dir. Ja. Das finde ich persönlich sehr witzig. Das ist einfach so salty. Ich muss auch dazu sagen, dass ich immer schuld war, wenn meine Mutter was nicht gefunden hat. Immer. Ich war es immer. Bei mir ist immer meine Mutter schuld. Das stimmt. Aber sie war ja anscheinend sehr spezifisch auf diesen Rasierer fokussiert. Ich finde es super. Ich finde es auch sehr witzig. Also das finde ich gut, dass du das gemacht hast. Ja. Gefällt mir sehr gut. Also an dieser Stelle... Und dann ist immer dein Vater schuld. Okay, was ich nicht so ganz in Ordnung finde, oh je, ist Folgendes. Und zwar, ich bin seit 15 Jahren heroinabhängig und keiner weiß es. Oha, wie geht denn das? Wie kann man das nicht merken? Das ist krass. Also... Bitte nicht machen. Alle, die... Macht das bitte nicht. Das ist wirklich ein... Das geht... Das ist auch extrem schwer, wieder da rauszukommen. Deswegen wahrscheinlich auch die 15 Jahre. Ich gehe mal davon nicht aus, dass das dir super viel Spaß macht. Das ist eine ernstzunehmende Sucht. Ja, danke, das Wort habe ich gesehen. Krass, dass es keiner weiß. Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht, dass vielleicht... Das ist auch ein richtig kalter Entzug. Also, ja, habe ich aber, gemacht, aber... An deiner Stelle würde ich mal überlegen, ob es vielleicht doch irgendjemanden in deinem Leben gibt, dem du das vielleicht anvertrauen kannst. Und dann da irgendwie mit viel Hilfe und viel Durchsetzungsvermögen. Ja, es gibt übrigens immer Beratungsstellen. Also es gibt immer Fachstellen für Sucht in jeglichen Städten. Also melde dich dort. Es lohnt sich. Du hast ein ganz tolles Leben vor dir. Ja, Leute, es wird nicht besser gerade. Nein. Es wird wirklich nicht besser. Was ist denn? Ich habe mit 11 meine Nudes an Männer auf Snapchat gegen Amazon-Gutscheine verkauft. Wer sind diese Männer? Kann ich da mal anrufen und die Polizei vorbeischicken? Das ist nämlich Kinder. Piep. Das macht man nicht. Nein. Absolut nicht. Das war sehr gefährlich, was du gemacht hast. Mhm. Also ich kann euch sagen, mit 11 und auch allgemein unter 18 sowieso, ist man nicht in dem Mindset, dass man so eine Entscheidung treffen kann, weil das hat so schwerwiegende Folgen zum Teil. Das kann euer komplettes Leben auf den Kopf stellen. Ich habe absolut nichts gegen die ganze Industrie und so weiter und so fort. Wir haben ja gerade auch noch eine Person gehabt, die dort auch arbeitet. Das ist nicht das Problem. Mhm. Aber gerade auch, wenn man noch so jung ist, kann man das, glaube ich, noch gar nicht abschätzen, was das für Kreise ziehen kann und was das für Folgen haben kann. Ja, diese Bilder können echt in falsche Hände, das sind falsche Hände gewesen, aber die können nochmal ganz anders breit getreten werden und dann habt ihr echt ein Problem. Und vor allen Dingen weiß man ja auch nicht, ob diese Männer dann irgendwie auch rausfinden könnten, wer du bist und dann kommen die noch vorbei und entführen dich oder so irgendwas. You never know. Die Welt ist verrückt. Es gibt sehr viele Verrückte da draußen. Also Leute, bitte tut mir einen Gefallen, tut das nicht. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Am besten also, gar niemandem schicken. Das ist immer wahrscheinlich die schlauste Option. Auch wenn man denkt, oh, bei Snapchat sieht man ja nicht und so. Screenshots sind schnell gemacht. Das ist wahr. Meiner Meinung nach sollte das vielleicht sogar ab 21 sein. Die ganze Industrie meine ich jetzt, weil 18 ist noch so jung. Ich war ein richtiges Baby mit 18. Mhm. Überleg mal, wie ich mit 18 war. Mhm. Ich war wie 13. Also wirklich. Und ich hätte in die Porno-Industrie gehen können. Die hätten alle gedacht, ich bin irgendwie 13. Ja. Weil ich habe mich aber auch so gefühlt irgendwie. Weißt du, was ich meine? Ich bin so ein bisschen stecken geblieben irgendwo. Deswegen ist meiner Meinung nach tatsächlich dieser Sprung zwischen 18 und 21 ist nochmal riesengroß. Meiner persönlichen Meinung nach. Ja, allein was so. Wäre es eine gesündere Option, das Ganze ab 21 zu machen. Das macht für mich viel mehr Sinn. In Amerika kannst du mit 18 losdrehen. Hm? Aber du kannst nicht Alkohol trinken. Hm. Entschuldigung. Allgemein sollte man so eine Entscheidung vielleicht eher erst ab vielleicht 21 treffen. Ja, weil es wirklich weitreichende Folgen haben kann. Man ist einfach schon reifer und hat ein bisschen mehr Erfahrung mit allem. Ja. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn es meine Tochter wäre. Auf jeden Fall erstmal Internetzugang sehr drastisch minimiert. Krass, also wirklich krass. Wie alt bist du denn jetzt? Das würde mich auch interessieren. Das weiß ich tatsächlich nicht. Wir machen jetzt ein bisschen was leichtere Kost. Was okay? Leichtere Kost. Das ist alles soft nicht ganz leicht hier, aber... Und zwar,
Als kleines Kind war es mein Traumberuf, Lehrerin zu werden. Ich habe mir immer eine Tafel gewünscht und sie anschließend bekommen. Die Kreide war aber sehr komisch. Deshalb beschloss ich, von meiner Lehrerin zu klauen. Sie hat nie was bemerkt. Finde ich, also es verfolge sehr, deine Träume, sag ich es nur. Es ist ein innocent Diebstahl irgendwie. Das weiß ich jetzt nicht, aber das ich geht noch durch. Ich finde es cute. Ja, du warst halt... Deine Eltern zahlen Steuern, also gehört die Kreide auch irgendwo dir. Aber mich würde interessieren, ob du wirklich Lehrerin geworden bist oder auf dem Weg dahin bist, weil ja, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ich sehe es so, wie es hier steht, weil das ist gut zensiert schon mal. Dankeschön an dieser Stelle. Ich bin aus Versehen mal mit meiner Zahnspange an seinem hängen geblieben. Jetzt hat er eine Narbe. Er wird sich für immer an dich erinnern können. Du hast auf jeden Fall dein Revier markiert, meine Freundin. Und wenn da noch ein paar Mädels danach kommen, muss er dann immer erklären, was da passiert ist. Ja, das ist so immer ein interessanter Move. Das finde ich sehr witzig, ja. Okay, ich glaube, das reicht erstmal an Confessions. Da waren wirklich ein paar sehr, sehr, sehr spannende Sachen dabei. Ja, ja. Also nochmal getoppt gefühlt von letztem ja, Mal. Ja, also, schreibt mal in die Kommentare, welchen Teil ihr besser fandet. Wie gesagt, schaut gerne bei Instagram vorbei. Wir fragen da öfter mal was. Also dann könnt ihr vielleicht hier in den Videos auftauchen. Und vielleicht auch nur anonym, vielleicht auch mal nicht, wenn ja, wir Q&As oder sonst irgendwas machen oder Aufgaben machen, machen wir öfter mal alles auf Instagram. Deswegen schaut da vorbei. Ja, dann verabschieden wir uns, gell? Ja. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich hätte auch mal wieder Bock auf ein badisches Video, aber da könnt ihr auch mal abstimmen. Jesus, am besten. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, aber gut. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Abonniert uns, weil ich weiß, dass viele von euch schauen und nicht abonniert haben. Entschuldigung. Also, ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss. Tschüss. Ade. Grüß euch.